Moin und hier zurück bei Destiny 2 mit dem Meilenstein-Loot bei meinem Jäger hier. Ja, etwas zu spät auf dem Aufnahmeknopf gedrückt, wie man vielleicht gemerkt hat. Macht aber nichts. Ich bin genau da, wo ich starten möchte. Ich habe ja gesagt, ich möchte beim nächsten Char, wenn ich die Meilenstein abhole, auf jeden Fall hier bei Hearthstone anfangen. Passt sogar. Ich bin seit langem mal bei Eco Array gelandet. Das ist echt lange her, dass ich hier gelandet bin, aber es passt. Dementsprechend kann ich gleich den Loot hier abholen. Zudem folgende Sachen kann ich abholen. Wir fangen jetzt mal auf der Seite an. Kleine P erledigt natürlich, Hearthstone gibt mir Loot. Dann habe ich natürlich erledigt, hier Ruf zu den Waffen erledigt. Ja, natürlich verbunden damals mit Eisenbanner. Hier einmal erledigt Dämmerung und heroische Strikes erledigt. Wie gesagt, heroische Strikes gehe ich nur rein, wenn Schwergewicht on the line ist und halt natürlich dann der entweder Arcus oder Lero oder halt Solarschaden ist eh immer aktiv und dann gehe ich halt immer nur dann rein. Dann haben wir hier noch K6 Flashbombs auf Io erledigt. Das ist natürlich was mittlerweile was anderes, glaube ich. Aber auf jeden Fall gibt es hier noch Loot. Wie gesagt, alles voraufgenommen, weil aktuell bin ich noch eigentlich auf der Insel, wenn alles gut gegangen ist. Und zwar auf der Malle-Insel. Mallorca, Menorca, Mallorca. Nee, Mallorca, Mallorca, so. Egal. Auf jeden Fall muss man auch mal Urlaub machen, ne? Auf, wenn alles geklappt hat, wäre super. Wenn nicht, da ich Pech gehabt, weil Last Minute. Und Last Minute ist ja echt immer, kann viel schief gehen, vor allem mit komischen und Tours und so. Ich mit dem ganzen Leuchtet das Engramm hier einmal erst mal optieren. Einsicht Wanderer Stiefel und gute Knochenstruktur. Ja, nichts Tolles jetzt in dem Sinne. Eigentlich dachte ich, krieg bei der Exo. Bis später. Aber, weil eigentlich dachte ich, bis jetzt war es immer fast so, wenn ich beim ersten war, bis jetzt war ich immer bei K6 als erstes, ja, habe ich immer sofort Exo gekriegt, deswegen dachte ich, krieg bei ihr auch vielleicht Exo, aber nein. Natürlich nicht. So, Schrote, kann ich hier irgendwelche rein infundieren? Brauche ich hier irgendwas? Nein, die kann weg. Gute Knochenstruktur. Brauche ich nicht. Wird wieder recycelt. Hier einmal Einsichtswanderer. Stief brauche ich auch nicht. Die können auch weg. So, ja, schade aber auch. So, vielleicht ja laut Checks mal was Neues für mich oder was Schönes für mich. Wäre ganz super. Wenn nicht, ärgerlich. Aber, ja, kann ich alles haben. Bis jetzt war der Loot so insgesamt ganz gut, was ich erspielt habe in den 4 Tagen jetzt. Hab viel gespielt wieder, natürlich viele Engramme gefarmt, auch viel natürlich auch in Videos gesehen, ausgepackt und gab gute Sachen und natürlich auch wieder nur Mist, aber das kennt ihr ja, es ist ja nicht immer nur, dass es schöne Sachen gibt, sondern auch mal Sachen, die man gleich direkt wieder zu Glanzsturm machen kann. So, ja, ruf zu den Waffen, laut Checks, gib mal richtig schön Loot jetzt. Opa ist Rick, einer der besten Schuhe, wenn man halt hier den Leereläufer nimmt, sag ich mal. Das ist schon mal ganz nett. Also voll hier. Machen die da alle hier. Ja. Gut besucht heute. Ist wieder Freitag, wo ich es aufgenommen habe. So, gut. Der Raketenwerfer, Granatenwerfer brauche ich nicht. Der kann weg. So, dann Opa ist Rick. Gucken wir uns natürlich an. Ich sag Beinschutz. Schau nie, niemals zurück. Da haben wir hier nämlich einmal unheimliche Pfeile. Bietet Fähigkeiten Energie für jeden durch Schattenschussanker gebundenen Feind. Ja, Imber. Richtig super. Dann haben wir Multizuverbesserungsmodifikationen. Dann haben wir noch Plaststoffverstärkungsmodifikationen. Dann hier einmal leere Einschlagsmodifikationen. Dann gibt es natürlich auch noch Ornamente, habe ich da nicht. Man kann aber mit Shader rumspielen. Wie gesagt, gut für PvE, für PvP. Auch ganz lustig, ja, wenn man halt von den Gegnern halt die Super unterdrücken will. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Oder halt, wie gesagt, hier leere an sich. Hier Nachtpirsche natürlich. Ist an sich auch ganz gut für unsichtbar und so. Das ist schon ein guter Fokus. Ja, also kann man nicht anders sagen. Der ist schon ganz gut. War, habe ich nicht noch irgendwas anderes Schönes gekriegt? Ne, habe ich schon alles recycelt. Sorry. Bisschen unkonzentriert, ich weiß, aber wie gesagt, wenig Zeit, wie immer. So, Zavala, dann gucken, was du für mich hast. Ich stehe zu Diensten. Ja, wir hoffen. Heroische Strikes einmal erledigt. Wie gesagt, gehe ich nur rein, wenn Schwergewicht on the line ist. Gehe ich da nicht rein. Würdest du so einen eingesteckt und die böse Schwester ich einmal. Ich würde gerne viele Granatenwerfer und so, alles, was ich nicht gebrauchen kann. Dann Dämmerungsloot natürlich auch noch. Oh, risikoreich und eingesteckt. Okay, sagt hier die Tokens, muss ich auch immer noch mal rauskloppen. Mache ich wahrscheinlich kurz vor dem Release oder dem Patch-Release am 28.8. Davor werde ich es wahrscheinlich mal rauskloppen. So, risikoreich, Maschinenpistole. Lade deine Seele auf und lass die Elektronen singen, natürlich. Dann haben wir einmal Arkusleiter, wenn du Arkusschaden abbekommst, wird diese Waffe stärker und widersteht eingehenden Arkusschaden. Kills verlängern die Zeit in diesem überladenen Zustand. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Pfeilspitzenbremse hier einmal, dann haben wir einmal vergrößertes Magazin, dann hier einmal Supraleiter und zum Schluss hier Halbschaft. Man kann natürlich auch einen Katalysator einbauen, zu finden in Strikes gegen herausfordernden Feinde. Dann haben wir einmal, müssen natürlich die Waffe auch tragen, ne? So viel ich weiß, oder? Muss man die tragen, die Waffe, oder muss man die nicht tragen?
Gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Naja, und Ornamente gibt es auch. Ich habe ein Ornament, so sieht die Waffe normal aus. Dann einmal hier mit Sommergewitter. Auch ganz nett eigentlich. Also die Waffe macht schon was her, sieht ganz nett aus. Spielen nicht viele, aber ich werde es nochmal behalten, weil eigentlich ist die ganz gut. Also kann man nicht meckern, die ist schon okay. Und ist ja von der ersten Zeit von Destiny 2 noch, also von daher auch schon ganz okay. So, die ganzen Sachen kann ich wegkommen, kann ich irgendwas rein und von denen noch. Warte mal, mach ich das hier mal rein. Auch wenn ich es nicht gar nicht brauche, aber ich habe so viel Materialien über. Mach ich einfach hier, komm. Zack. Der Schatten des Drachens, ja. So, das ist auch schon mal erledigt. An die Arbeit. Und dann noch K6 Loot und danach hole ich nochmal wieder ein paar Tokens raus bei Banshee. Beziehungsweise Waffenmeister Materialien. Das ist das ja. Da will ich mal gucken, was ich da kriege. Obwohl, ich könnte ja eigentlich auch Vorhold-Tokens rauskloppen, oder? Ich mache gleich Vorhold-Tokens. Hau gleich ein paar raus. Ich will ein paar Meisterwerksachen haben, wie gesagt. Ich brauche nur keine. Und dementsprechend werde ich dann mal kurz ein paar Vorhold-Tokens rauskloppen. Mal gucken, wie schnell es geht, einen Meisterwerk-Gegenstand zu farmen. Gucken, wie lange es dauert, bis der rauskommt. Und mal gucken, was da an Kernen rauskommt. Aber jetzt erstmal noch K6 Loot natürlich. Du kannst das auch nicht einfach lassen, was? Oh ja. So, flash mal uns auf Io. Bam. Oh, cool. Gen 7 Ritter, Harnisch und einmal Schwingende Wachsamkeit. Auch eine sehr gute Waffe für PvP. PvE nicht so, aber PvP ist die ganz gut. Kommt zwar nicht ganz so an gegen Gravitonlanze, außer man kann gut spielen. Aber die ist schon ganz okay. Habe ich oben schon doppelt? Okay. Schwingende Wachsamkeit. Impulsgewehr, das Auge bleibt offen, der Leuchtturm bleibt erleuchtet. Bruder Vance, da haben wir einmal harte Wahrheiten. Dieser feuert einen 5er Feuerschuss ab, wenn ein Verbündeter in der Nähe getötet wird. Erhältst du Gesundheitsregeneration und erhöhtes Bewegungstempo. Dann Korkenzieher 3 einmal, dann hier Ligides Magazin, dann haben wir hier einmal das letzte Gefecht und dann haben wir noch Kompositschaft. Natürlich kann der Sedator wieder zu finden, wenn man im Schmerzige den Sieg erlangt. Das dauert richtig lange, bis man das Ding kriegt. Waffenangriffsmod und natürlich noch Ornamente. Ich habe zwei. Einmal hier Himmelswache. Sieht so aus, wie aus, als wenn das irgendwie Lebkuchen wäre, irgendwie, ja. Und dann, was war das jetzt hier? Totenbuch einmal. Sieht so aus, schon holzig. Also ist schon ganz okay. Die Waffe kann ich aber leider recycle ich oder packe ich den Tresor? Lass uns schnell fertig werden, dann ich gehe eh zurück. Kann ich auch den Tresor packen. Pack den Tresor, was soll's. So, dann hier Ritterharnisch, brauche ich nicht, ich kann weg. So, dann gehe ich wieder zurück. Wie sage ich auch noch ein paar Food-Tokens raus. Mal gucken, wie viele Meisterwerksachen ich kriege. Bin ich da mal gespannt. Die brauche ich halt, wie gesagt, noch. Und dann haue ich noch ein paar raus und mal gucken, was da rauskommt. Oder nicht. Gehört einfach mal eben kurz noch dazu, bin ich der Meinung. Ich kann kurz noch meine Sammlung nochmal zeigen hier vom Jäger. Wie gesagt, ich habe alles vollständig, alle Exo-Sachen bekommen. Bin damit durch mit dem Jäger. Wie mit anderen Chars auch. Und ja, Sonnenwende der Helden-Event habe ich jetzt nur mit dem Titan gespielt, weil es einfach nur zu anstrengend alles zu spielen. Da habe ich gesagt, nee, lass mal nochmal mit anderen Chars machen. Mache ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. So, interessant sind hier natürlich noch exotische Ausrüstung. 19 Stück, so sieht es aus. Das sind meine Sachen, die man halt eh kriegen kann. Ja, alles gekriegt, was man braucht. Also schon ganz okay. So, ich werde noch was im Tresor packen, fällt mir gerade so ein. Also auf jeden Fall ist das schon ganz okay so. So, lädt ein bisschen langsam hier, sind viele unterwegs wieder am Wochenende. Das ist schon ganz gut. Wie gesagt, Whisper muss ich auch noch hochspielen, da fehlt noch einiges. Aber es kommt alles peu à peu, nachdem ich halt aus dem Modo wieder da bin und noch wieder Zeit habe. Und dann geht's los. So, jetzt haben wir noch ein paar Tokens raus hier, genug gesammelt hier, Meisterwerk gerne. Was soll's. So, 2139 Tokens habe ich gerade. Also noch raus hier, eins. Gucken wir mal, wann Meisterwerk kommt. Zwei. 3 4 noch immer noch kein Meisterwerk, okay. Erstes Meisterwerk, sogar Applaus, wenn die Waffe droppt, mit Meisterwerk am besten behalten. Nochmal Meisterwerk, oh, jetzt kommt's langsam. Doch nicht. Lass ihr alles in Poststelle laufen, ist auch egal. Wird eher als gleich recycelt. Ich hab einfach mal einen raus hier. Ich brauch nur Meisterwerk. Immer noch nichts hier. Okay, es kommt gerade gar nichts mehr. Okay, bis zum nächsten Meisterwerk mache ich noch und dann reicht's auch. Ha. Da kommt echt gerade nicht so viel raus am Meisterwerk, sag. Irgendwie gar nichts. Wieder rein und rausgehen vielleicht. Bringt das was? Man weiß es nicht. Ich stehe zu Diensten. Tja, das ist ja nicht so toll gerade. Okay, Poststelle ist voll. Lassen wir es sein. Okay. Ja, kam jetzt gerade nicht so viel raus. Das ist ja 3 Stück oder so. Weiß ich gar nicht genau.
Also so, jetzt geht's ans Recyceln. Mal gucken, was ich da alles noch rauskriege. Oh, echt schön voll. So, Kerne, mal gucken. Einer nur. Ja, ja, wie gesagt, das ist echt im Moment, ich weiß nicht, ob wir es runtergesetzt haben, ich bin der Meinung, es kann sogar sein. Also mit dem Meisterwerkkern, das ist echt ganz schön happig. Also man braucht echt lange, die zu farmen. Aber gut, man braucht sie halt angeblich für Forsaken, deswegen muss man es halt ab und zu mal so machen. Aber schon übel, wie lange es dauernd nicht dauert, das alles zu recyceln hier. Beziehungsweise, so lange dauert, dass man Meisterwerkkerne kriegt, so. Das wollte ich nicht sagen, ich bin schon jung konzentriert hier. So, jetzt hau ich mir mal alles raus hier. Ja, echt. Viele Tokens gefarmt und kam nicht viel bei raus. Also, die Shader mache ich jetzt nicht weg. Aber zumindest ein paar legendäre Bruchstücke ist schon ganz nett. Hier ist natürlich auch viel aufgelaufen, ne? Das ist natürlich voll, voll, voll. Hier haben wir noch Meisterwerk. Zwei. Okay, da kommen mal zwei raus. Also zwei Meisterwerk-Sachen nur. Habe ich noch rausgekriegt? Ich weiß nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe, man kann die legendären Bruchstücke auch gebrauchen bei Forsaken. Ich habe mittlerweile recht viele, wie man umsieht. Ne, sonst war das echt alles. Ja, schade. Das war alles. Wie viel habe ich denn jetzt? Mal gucken. 73. Okay, ob das dann noch ausreicht oder nicht. Werden wir sehen, wenn Forsaken rauskommt. Danke euch fürs Zusehen und Zuhören. Mal gucken, wann die nächsten Witze hier kommen auf diesem Channel. Aber ich hoffe, ihr kriegt auch guten Loot. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Channel. Bis demnächst. Tschüss.